Ja, willkommen zur zweiten Folge von Big Pharma und gleich auf in die letzten drei Tutorials, damit ich dann hoffentlich die letzten Grundlagen des Spiels verstanden habe, um dann die ersten Szenarien hier anzufangen. Also, der Schüttler. Stellen Sie eine angstmindernde Behandlung bereit. Okay. Hallo und willkommen zur Einführung in den fünften Teil. In ihrer Abwesenheit war jemand flatternd und hat eine Produktionslinie gebaut. Es sollte ein angstminderndes Medikament hergestellt werden, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Es gibt ein Problem beim Mischen. Sehen wir uns das mal genauer an. Okay, der Multimixer ist der dort. Und das Problem ist Schlafmittel. Ursacht Schwindelgefühl. Okay, mal gucken, was waren denn jetzt die Eingangsrohstoffe? Ein Harnverhaltung. Aha. Und das sollte entfernt werden. Und hier verursacht Schwindelgefühl. Also was sollte erreicht werden? Ein angstminderndes Dingsbums. So. Erhöht den Blutdruck, Schlafmittel. Okay, Insomnia, Alter, Alevias. Causes dismiss. Okay, führen Sie Maus über das Schlafmittel, um die Verbesserungsreaktion angezeigt zu bekommen. Das ist doch nicht Schlafmittel. Upgrades to reduce exigency. Also irgendwie. Ich weiß überhaupt nicht, was dieser Schalter da bedeutet. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt mal wieder nicht, was ich mir eigentlich anschauen soll. Weil hier. Ah, da oben. Okay, verbessern zu angstmindernd. Ah, das ist da oben beim Schlafmittel. Okay, alles klar. Ja gut, steht ja da, Schlafmittel angucken. Okay, und das Problem ist, dass das Ganze erst bei einer Konzentration von 11 bis 14 zustande kommt, aber das natürlich nicht. Für diese Reaktion benötigen wir einen blauen Dreieckskatalysator. Wählen Sie jetzt ein Medikament aus, das dessen Oberseite in den Multimixer einfährt. Ja, das dürfte ja das da sein. Okay. Da haben wir unseren blauen Dreieckskatalysator. Das Problem ist allerdings, dass er sich in demselben Feld befindet wie das Schlafmittel bei dem anderen Medikament. Ah ja, beide nehmen das erste Feld ein. Okay, das heißt 1, 2, 3, 4. Das heißt, es gibt vier Sachen, die miteinander kombiniert werden können. Und wechseln zwischen den beiden Medikamenten hin und her, was selbst sehen. Genau, also hier ist das Schlafmittel und deswegen wird dieses Teil dann ja, hier reingesetzt und deswegen passt das nicht. Wenn wir es ja wollen, um zu erklären, warum dies ein Problem ist, müssen wir uns den Multimixer genau ansehen. Wählen Sie ihn aus und sehen Sie zu, was passiert, wenn wir diese beiden Wirkstoffe zusammenfügen. Und es wird Ihnen. Ach, deswegen habe ich das dann auch nicht You have gesehen. released a new product. Okay, deswegen läuft es da jetzt zusammen. Ah, jetzt habe ich die Basis ausgeschaltet. Ach, und deswegen ist jetzt dieses neue Mittel da rausgekommen. Okay, dann machen wir die Basis jetzt wieder ein. Und dann wird es nämlich ausgetauscht. Ah, okay. Also wählen Sie ihn aus und genau. Zwei Effekte miteinander vermischen kann, dasselbe Feld, die dasselbe Feld einnehmen. Kommt es zu einem Konflikt, behält der Multimixer den Effekt bei, der als Basis angegeben ist. Ach, das hier. Also, das heißt, wenn ich oben einschalte, wird das als Basis genommen, dann bleibt der Schlafmittel und wenn ich das untere nehme, dann wird eben das als Basis genommen. So, allerdings hilft das unter den gegebenen Umständen nicht, weil die beiden Effekte, hinter denen wir her sind, das Heilmittel und der Katalysator dasselbe Feld einnehmen. Und hier kommt der Schüttler ins Spiel. Er versetzt die Position der Effekte um eine nach unten, damit es zu diesem Problem nicht mehr kommt.
löschen Sie die Fließbänder und bauen Sie hier einen Schüttler ein. Okay, also, wo finde ich den in Erweiterung? Hier. So, der Schüttler soll dahin. Das heißt, erstmal da ein bisschen Platz schaffen und den Schüttler reinsetzen. Okay, Input nach oben. Okay, dann setze ich den da in die Ecke. Dann muss ich gar nichts weiter an den Fließbändern machen. Aber im Moment, der funktioniert doch nur einfach, oder? Achso, wahrscheinlich ist es egal. Es reicht schon, wenn das Ding auf die zweite Stufe kommt. Weil dann schon ein anderer Konflikt entsteht. Auf jeden Fall hat sich hier dann auch schon das Ganze wieder im Aussehen geändert. Und jetzt kommt die Handverhaltung sozusagen in die Mitte und ersetzt den erhöhten Blutdruck. Ist natürlich ganz praktisch, dann erhöht es den Blutdruck nicht mehr. Gut. So, sehen wir zu, wie meine Position, ja, das habe ich schon, leer ist mit dem Schlaffeld gefüllt werden kann. Et voilà, Sie haben nun den Katalysator und das Heilmittel in einem Medikament und sind bereit zu dessen Verbesserungen. Der Rest der Produktion ist bereits fertig, Sie brauchen also nichts zu tun, um diese Einführung abzuschließen. Bis dann lassen wir uns nochmal zusammenfassen. Also Katalysatoren haben dasselbe Feld in unserem zugeführten Workshop eingenommen, deshalb können wir sie nicht in einem Multimixer vermengen. Also den haben wir jetzt schon. Mal gucken, was hier jetzt noch angestellt wird. Das ist dann der Kondensator. Das heißt, da wird dann das angstmindernd erzeugt und dann muss es eigentlich wieder verdünnt werden. Was mit den beiden wahrscheinlich halbiert die Konzentration. Wahnsinn. Das Ganze dann nochmal um 5 Punkte runter und dann ist schon die Angstminderung fertig. Das Ding ist angstmindernd und bringt... Ja. Das heißt, da wurde jetzt automatisch dann der Stressminderer rausgemacht und das Ding ist abgeschlossen. Also, was waren jetzt nochmal die Punkte? Heilmittelkatalysator haben das aufgenommen, Schüttler hat das verschoben und Ergebnis Heilmittelkatalysator sind im Medikament. Gut, das nächste Mal muss ich selber machen. Aber kein Problem, dann war das auch eine recht kurze Lektion. Ich muss es mir halt nur merken. Und wieder ein Tutorial abgeschlossen. Zack. So, Verkäufe und Marketing weisen die Produkten 3 Vertretern zu. Ich weiß noch nicht, ob die Verkäufe und Marketing, ob die in der gleichen Form funktionieren wie mit oder ohne den DLC, aber gleich werde ich es dann hoffentlich erfahren. Also, weisen die Produkte 3 Vertretern zu. Hallo und willkommen zu Verkäufe und Marketing. In dieser Einführung beschäftigen wir uns mit der Registerkarte Unternehmen und damit Sie Ihre hergestellten Produkte verkaufen können. Hier können Sie den Absatz Ihrer Produkte verwalten und erhalten eine Übersicht über den Cashflow Ihres Unternehmens. Ja, 433 ist doch schon mal ganz nett. Ich glaube, das sind tägliche Einnahmen, oder? Weil das müsste jeden Tag umspringen. Jedes Produkt wird in der Tabelle in einer eigenen Zeile. In den letzten 5 Einführungen haben Sie sich eindrucksvolles Portfolio aufgebaut. Sehr gut. So, mal kurz ein bisschen schauen. So, das Antikonvulsium, das Angstmindernd, Angina, Migränemittel und Schmerzmittel. Ja, das kenne ich aus den Verkaufsbewertungen D. Das ist aber ganz mies. Ist ja sozusagen kurz vorm Durchfall. Okay, also Preisfestsetzung. Um weiterhin hohe Gewinne zu erzielen, müssen Sie den richtigen Preis verlangen. Wenn Sie einen zu hohen Preis verlangen, gelingt es Ihnen vielleicht nicht, alle Bestände zu verkaufen. Wenn der Preis wiederum zu niedrig ist, entgeht Ihnen möglicherweise Umsatz. Ich denke, es ist nicht nur Umsatz, sondern vor allen Dingen ja auch Kohle, Gewinn, etwas, was ich dann am Ende behalten kann. Premium, Aufschlag oder Rabatt. So, das eine ist mit 30% Rabatt und ist trotzdem bei D, bei dem hier ist bei 0. Und Tagesproduktion, Tagesabsatz. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn ich hier weniger absetze, als ich tatsächlich produziere. Bei den anderen scheint das alles ganz gut im Gewicht zu sein. Ah ja, das heißt, ich kann sogar einstellen, wie viel Limit ich da drin habe. Unbefriedigt, 89%. Ich könnte 4,1 pro Tag herstellen, also da geht noch einiges. Okay, aber was soll ich jetzt genau anstellen? Also, um weiterhin hohe Gewinne zu haben, müssen Sie den richtigen Preis verlangen. Wenn Sie einen zu hohen Preis verlangen, gelingt es Ihnen vielleicht nicht, alle Bestände zu verkaufen.
Und wenn der Preis wiederum zu niedrig ist, dann geht Ihnen möglicherweise Umsatz bzw. eben der Gewinn. Beachten Sie, dass der Tagesabsatz unter der Tagesproduktion liegt. Ja, der Tagesabsatz unter der Tagesproduktion, genau. Das heißt, da wird was zusammengeholt. Wir verlangen derzeit einen 15%igen Premiumaufschlag. Ja, genau. Senken Sie den Premiumaufschlag so lange, bis der Tagesabsatz über der Tagesproduktion liegt. Also, runter damit. Wie schnell sehe ich denn, dass sich dieser Absatz verändert? 0,8. 0,9. 1,0. So, 1,1 dürfte ja wohl reichen. 1,2? Also, okay, da muss ich gar nicht so weit gehen. Also, es ist einfach zu langsam. Ist natürlich blöd, wenn das Feedback so langsam läuft, dass ich irgendwie da noch nicht so genau sehe. Geht es jetzt hoch oder geht es jetzt runter? 1,5? Ist jetzt wieder gefallen, oder? 1,4. Okay, also der Tagesabsatz liegt auf jeden Fall über der Produktion. So, jetzt geht er wieder nach oben. Machen wir wieder 15. Es gibt noch ein Problem. Wir machen derzeit Verlust mit unserem Angina-Mittel. Das war das da. 53, Preis 200. Steht immer noch ein Gewinn da, also Verlust ist da nicht drin. Dieses Mal liegt es daran, dass wir einen niedrigen, zu niedrigen Preis verlangen. -30%. Senken Sie den Rabatt, um unseren Gewinn zu steigern. Aber Vorsicht, verlangen Sie keinen so hohen Premiumaufschlag, dass unser Tagesabsatz unter die Tagesproduktion sinkt. Warum eigentlich nicht? Naja, mal gucken. Okay, also ich soll das Ding ein bisschen anheben. 54. In der Hinsicht läuft das Ganze allerdings, oder werden die Zahlen zu langsam aktualisiert, als dass ich das so ohne weiteres, also Umsatz 1000, Wirkstoffkosten 84, Verarbeitungskosten 375 und Gewinnspanne 55%. Ja, die Pharma war schon immer gierig. Entdeckergehälter, Forschergehälter und Kreditzinsen aktuell gar keine. So, es sind immer noch 0,5. Verkaufsbewertung und Heilungsbewertung. Also, anklicken, um diese Spalte zu sortieren. 191 Schmerzen gelindert. Heilungsbewertung D-. Medikamentenabsatz minus 20%. Okay. Pupillenverengung, oh je. Kein Bonus, Heilungswertung. Der Preis, den wir für ein Produkt verlangen können, ist abhängig von dessen Verkaufsbewertung. Diese schwankt zwischen den Werten S plus und F, wobei der Durchschnittswert bei S liegt. Also S ist letztlich A oder wie, also das Beste. Je höher die Bewertung näher an S plus, desto mehr können wir jeden Tag verkaufen und einen desto höheren Preis können wir verlangen, klar. Die Verkaufsbewertung errechnet sich aus der Heilungswertung, die die Grundwirksamkeit unseres Produkts darstellt. So, Heilungsbewertung ist D-. Natürlich die Frage, ob an welcher Stelle von diesem grünen Bereich das Ganze sinnvoller wäre. In der nächsten Einführung befassen wir uns noch etwas genauer damit, wie Sie die Heilungsbewertung beeinflussen können. Wobei es allerdings nicht die einzige absatzsteigende Möglichkeit ist. Genau, also Heilungswertung und wie viele Menschen durch es geholfen wurde und wie viele schlechte Nebenwirkungen von ihm verursacht wurden. Genau, also Übelkeit. Das heißt, fast jeder Dritte oder eigentlich ziemlich jeder Dritte bekommt Übelkeit. Hier ist 50% Pillenverengung, auch ein Drittel. Und oh, das heißt, 75%, drei Viertel bekommen Schwindelanfälle. Das klingt nicht gut. Die Frage ist, von 265 Mal verabreicht, nur 85 Mal gewirkt. Und hier, okay, weniger als die Hälfte.
Auch weniger als die Hälfte. Okay, 5 Achtel. Und hier sind es auch weniger als die Hälfte. Also sowas würde ich auch nicht kaufen, wenn ich eher so 50-50 Chance habe, ob mir das Zeug hilft oder nicht. Also mit Vertretern können Sie Verkaufsbewertung Ihres Produkts direkt beeinflussen. Vertreter können Sie diversen Aufgaben zuweisen, um den Absatz Ihrer Produkte zu steigern. Und das Beste daran ist, Sie kosten uns kein Gehalt. Oh je. Vertreter können wie normales Personal eingestellt werden. Um Zugang zu Ihren mächtigen Fähigkeiten zu erhalten, müssen Sie allerdings bestimmte Forschungsprojekte abschließen. Holen wir uns ein paar Vertreter. Öffnen Sie die Registerkarte Forschung und erforschen Sie nationale Zentrale. Firmenhauptsitz. Ich nehme mal, das ist gemeint. Eins. Okay, ich habe nur einen Wissenschaftler. Kann ruhig nur einen zweiten einstellen, oder? Okay, das ist schon bei 50%. Naja, das geht ruckzuck. Durch Sie bekommen wir Zugang zu Vertretern. Allerdings müssen wir danach noch Ihre Fähigkeiten erforschen, damit wir sie einsetzen können. In dieser Einführung ist das Projekt Außendienstmitarbeiter bereits abgeschlossen. Im echten Spiel müssen Sie es erst erforschen. Okay, Außendienstmitarbeiter. Wenn wir unsere Vertreter in Krankenhäuser schicken, können wir den Ärzten erklären, warum sie unsere Produkte verschreiben wollen. Ja, mit Golfplatzkarten und irgendwelchen Autos und sonstigen Krimskrams. Gut, okay, erforscht ist es jetzt schon. Gehen Sie zurück zur Registerkarte Unternehmen. Es ist an der Zeit, unsere Vertreter einzusetzen. Klicken Sie die Spalte Verkaufsbonus an. Die da. Die Vertreterübersicht öffnet sich. Hier können wir Vertretern diverse Aufgaben zuweisen, die mit dem Produkt in Verbindung stehen. Gut, damit erhält Ihr Produkt einen direkten Bonus auf seine Verkaufsbewertung. Dadurch wird der Tagesabsatz gesteigert und Sie können einen höheren Preis für es verlangen, wenn Sie bereits Ihre gesamte Produktion verkaufen. Vertreter können jederzeit dynamisch neu zugewiesen werden. Sie können auch mit der Preiswerte herumexperimentieren, um Ihren Gewinn zu maximieren. Achten Sie aber darauf, nicht zu viel zu verlangen, sonst wächst Ihr Vorrat immer weiter und Sie fangen an, Verluste zu machen. Okay, also Außendienstmitarbeiter. 10% Verkaufsbonus, Verkaufsbewertung C, nur von einem so einen Typen. Vor der Forschung von Außendienstmitarbeiter auf Grad 2 und auf Grad 1. Das heißt, ich habe im Moment nur die Standardleute. Werbung habe ich auch nicht. Studien- und Krankheitsaufklärungskampagnen sind auch nicht verfügbar. So, dann nehmen wir doch mal die, die wirklich teuer sind. Das heißt, der hier. Von D minus, also auf D. Genau, hier stehen die unterschiedlichen. Und hier ist jetzt 134, dann hier auch noch ein dazu. Und damit ist eigentlich das hier schon mal abgeschlossen. Jetzt ist natürlich nur die Sache, das Ganze so auszutarieren. Tagesproduktion, Tagesabsatz ist auf jeden Fall jetzt immer noch zu wenig. Gut, dann nehmen wir den da mal weg. Ah ja, rechter Mausklick ist den rauszunehmen und linker Mausklick ist den hinzuzufügen, damit hier der Tagesabsatz ein bisschen höher wird. Leider kann ich jetzt die Produktion nicht anpassen, sodass ich hier nicht dafür sorgen kann, dass ich hier mal ein bisschen mehr produziere, um tatsächlich, weil wenn ich bis zu 2,0 pro Tag absetzen kann, wäre es natürlich auch sinnvoll, das zu tun. Wahrscheinlich ist ein Tablettendrucker, schafft 0,5. Okay, der Tagesabsatz liegt jetzt schon bei 1,1, das heißt, ich kann schon wieder leicht anheben. Und Tagesgewinn 251. So, hier habe ich jetzt, ja, da kann ich jetzt eigentlich versuchen anzuheben, weil ich weiß ja noch gar nicht, sozusagen, wie viel ich drüber liege, beziehungsweise, dass ich immer noch die 0,5 verkaufen kann. Gucken, kann ich hier irgendwie 10 auf einmal machen. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis irgendwie das Ganze dann zu teuer wird. Beziehungsweise die dann nicht mehr die 0,5 abkaufen. 60%. So, hier klappert schon der Vorrat ein bisschen. Aber solange es nicht auf 0,4 fällt, ist wahrscheinlich ziemlich egal.
Wahrscheinlich ist das ein ganz gutes Anzeichen. Das heißt, wenn hier die Vorräte hin und her schwanken, dann sollte ich nicht mehr allzu oft anheben. So, der geht jetzt noch auf 115. Da gehen wir mal nochmal 5 Prozentpunkte hoch. Okay, jetzt fällt er schon wieder. Ne, jetzt ist er wieder noch 1,2, 1,3. Das heißt, er schwankt jetzt aktuell und scheint dann schon eine ganz gute Position erreicht zu haben. Mal gucken, wenn ich dir jetzt jeweils noch 5% dazu gebe, ob die dann schon zu weit fallen. Ah ja, hier ist jetzt also schon eine 2. Das heißt, da kann ich tatsächlich dann... Okay, der ist auf jeden Fall zu weit. Da bleibt zu viel liegen. Okay, also an den Vorräten sehe ich es am schnellsten, dass hier sozusagen die Limits ausgeschöpft sind, ohne den Tagesvorrat zu bekommen. Aber es scheint sich auch ständig zu verändern. Genau, der sinkt jetzt wieder leicht. 2, 3, 4. Hier ist auf jeden Fall jetzt zu hoch. Naja, so 5% Schritte scheinen schon ganz gut zu passen. Bevor das dann sozusagen so nicht mehr angenommen wird. Okay, hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen absenken. Naja, okay, also letztlich die Einführung ist ja soweit abgeschlossen. Okay, irgendwie hat das mit der Maximierung nicht wirklich geklappt, weil da war ich vorhin noch bei 600. Aber wahrscheinlich hat es einfach damit zu tun, wie eng ich hier tatsächlich an diese Rahmen rankomme. Und sobald die dann zu stark abfallen, so wie hier aktuell, dann reicht es natürlich nicht mehr. Das heißt also lieber den Absatz maximieren, als wirklich die Absätze, also wirklich hier die Preismaximierung, sondern dass ich möglichst viel absetzen kann. Okay, der hier ist jetzt immer noch zu hoch. Also lieber die Nachfrage drüber, als die ganze Geschichte zu weit unten drunter zu haben. Also gut, soweit also die ganze Preismanipulation. Statt bessere Medikamente zu machen, einfach ein paar Leute losschicken. Gut, abgeschlossen. Spiel verlassen. Und das letzte Tutorial. Die Errungenschaft ist schon vervollständigt, aber jetzt Verbesserung und der Analysator. Verkaufen Sie ein Produkt mit einer Heilungswertung von C+. Dann stellen wir wenigstens mal was Vernünftiges her. Hallo und willkommen zur Einführung 7 Analysator und Verbesserung. In dieser Einführung lernen Sie, wie Sie Ihre Maschine und Wirkstoffe verbessern, der Analysator einsetzen, um mehr über Heil- und Nebenwirkungen herauszufinden. Anhand dieser Informationen heilungsvolle wirkungsvolle Medikamente mit besserer Heilungswertung zu entwickeln. Also Verbesserung von Wirkstoffen. In den letzten 6 Einführungen haben Sie Wirkstoffverbesserungspunkte angesammelt. Nun ist es Zeit, sie auszugeben. Also, okay, im Moment habe ich aber nur einen Punkt. Für jeden der von Ihnen entdeckten Wirkstoffe gibt es eine Schaltfläche Verbessern. Führen Sie die Maus darüber und den sozusagen Bonus anzeigen zu lassen. Also hier Wirkstoffrabatt. Wirkstoffrabatt 10%. Ist also hier überall das gleiche. Wahrscheinlich sind hier unten die Balken, die dann auch diese Verbesserung angehen. Verbessern Sie nun einen Wirkstoff, indem Sie die Schaltfläche verbessern anklicken. Okay, welcher ist denn am teuersten? 27. Dann machen wir das doch den hier. Okay, erledigt. 24. Genau, da unten ist jetzt der erste Balken aktiv und das geht dann also bis 50%. Das heißt, ich kann die Einkaufskosten wahrscheinlich halbieren. Sehen Sie, dass die Anzeige unter der Arbeitsschaltfläche aufleuchtet. Im Moment kriege ich eine ganze gute Menge Kohle rein. Naja gut, lassen wir erstmal nicht sozusagen gegen das Tutorial arbeiten. Auch wenn ich jetzt gerne noch mehr Punkte hier verteilen möchte. Der höchste Verbesserungsgrad liegt bei 5. In einem echten Big Pharma-Spiel werden Sie sich beim Verbessern auf die Wirkstoffe konzentrieren, die Sie am meisten importieren und die einen hohen Importpreis haben. Genau, habe ich ja jetzt eigentlich auch schon gemacht. Also gut, vielleicht nicht mit den meisten, aber auf jeden Fall die am teuersten sind. So, Registerkarte Forschung, genauso wie bei der Verbesserung von Wirkstoffen, Ihre Gesamtzahl an Forschungsverbesserungspunkten wird oben rechts angezeigt. Mal gucken, habe ich hier jetzt tatsächlich 7? Ja, hier habe ich auf jeden Fall mehr zur Verfügung.
Im Gegensatz zur Wirkstoffverbesserung hängt der Bonus einer Verbesserung hier vom jeweiligen Forschungsprojekt ab. So sorgt die Verbesserung von Maschinen zum Beispiel für die Senkung der Verarbeitungskosten. Genau, Verarbeitungskosten von 10 auf 9, von 35 auf 32. Das kann ich nicht verbessern. So, das sind auch Verarbeitungskosten. Analysator Erfolgsrate. Also wenn er aktuell 50% hat, 60, 70, 80 ist das Maximum, was ich ihn verbessern kann. So sorgt die Verbesserung von Maschinen zum Beispiel für eine Senkung der Verarbeitungskosten, während Infrastrukturprojekte häufig globale Boni für ihr gesamtes Projekt mit sich bringen. Genau, hier sind schaltet Portfolio Präsentation frei. Das waren ja die beiden Punkte, die ich vorhin noch nicht aktivieren konnte. Und sonst, hier gibt es auch nur Maschinenverbesserungen. Okay, soweit, so gut. Also, was soll ich jetzt weitermachen? Verbessern die Analyse bis auf die höchste Stufe 3. Also hier werde ich einen Punkt, zwei Punkte und vier Punkte. Also die Punkte verdoppeln sich auch jeweils. Deswegen habe ich auch 7 zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt hat der Analysator eine... okay, steht nicht da. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob das tatsächlich 10, 20, 30 wäre natürlich auch interessant gewesen. Ob der dann vielleicht auf 100% kommt. Also, zurück zur Produktion. Das ist, wenn unser Angina-Medikament verbessern, bauen Sie so eben verbesserten Analysator an den unten gekennzeichneten Stelle. Okay, hier neben dem Teil. Und dann soll ich hier wahrscheinlich eine Verbindung ziehen. Löschen Sie nun die vorhandenen Teile der Produktionslinie per Rechtsklick und bauen Sie Fließbänder in den Angina-Dingsbums. Okay, also der soll komplett hier dort rein. Analysator einmal so rum und dann Fließband löschen und in die Richtung. Gut. Nachdem mehrere Wirkstoffe in die Maschine gefahren sind, erhalten Sie zwei Mitteilungen, die dafür, die Sie darüber informieren, dass die Analyse sämtlicher Effekte Ihres Wirkstoffs abgeschlossen ist. Okay. Test getestet, 66%. Aha, das heißt, müsste er dann effizient. Wie viel Zeit diese Maschine mit der Verarbeitung zubringt? 100% bedeutet, dass sie permanent arbeitet bei Höchstauslastung. Okay, Analyse abgeschlossen. Die Analyse verrät uns, was die maximale Stärkekonzentration für eine bestimmte Wirkung ist. Dies ist die Konzentration, bei der ein Heilmittel am wahrscheinlichsten wirkt und bei der am wahrscheinlichsten eine Nebenwirkung auftritt. Ah, okay. Wieso hat er jetzt... Achso, das eine war jetzt noch für das Angina-Mittel und das andere wahrscheinlich bei der aktuellen Stärke 80%. Und hier ist es... kann ich den jetzt irgendwie ausschalten? Aber dann wird er wahrscheinlich gelöscht. Ja, das ist natürlich blöd. Aber gut, also hier kann ich mir auf jeden Fall in der Ruhe angucken. Und mal das Ganze wieder... stellen wir mal die Produktion wieder her, damit es nicht auf Kosten irgendeiner Produktion geht. Also hier jetzt mal in Ruhe angeschaut. Also der aktive Bereich ist eben 1 bis 8 und die maximale Stärke liegt bei Konzentration 5. Okay, nicht ganz in der Mitte. Und hier liegt es bei 6 bis 12 und es ist bei 9. Hier liegt es ziemlich in der Mitte. Und, achso, das ist die aktuelle Stärke. Da ist 80% und hier letztlich überhaupt keine Wirkung, weil es natürlich inaktiv ist. So. Das heißt, hier bin ich zwar bei der wahrscheinlichsten... 1 bis 8 und bei 9 ist die Wirkung am effektivsten, das heißt, da ist aber auch die Nebenwirkung nicht mehr dabei. Anders gesagt, um ein wirksames Heilmittel herzustellen, müssen wir möglichst nah an der maximalen Stärke unseres Heilmittels und möglichst weit weg von den Nebenwirkungen sein. Da ist ein N zu viel.
Entwicklung besserer Medikamente. Um diese Einführung abzuschließen, müssen Sie ein Produkt mit einer Heilungsbewertung von C+ oder besser kreieren. Bauen Sie Ihre vorhandene Produktionsinfälle an Genmittel so um, dass die Endkonzentration bei der maximalen Stärke liegt. Tipp, die Endkonzentration. Ja, klar. Nee, da brauche ich jetzt erstmal noch kein Bild, sondern das werde ich mir jetzt mal anschauen, was ich da jetzt, was hier eigentlich überhaupt stattfindet. Also das Angina-Mittel ist hier aktiviert worden. Und jetzt bräuchte ich eigentlich noch eine Konzentration bis auf 9 hoch. Das heißt, es würde ja eigentlich ausreichen. Stellen wir den mal bitte um. Die Dinger schmeißen wir mal raus. Und das heißt, von hier jetzt noch die Konzentration um 9 zu erhöhen, steigert die Konzentration um 3. So, dann tun wir doch das Ding da mal rein. Und ich verbinde das Ganze mal und mal gucken, ob das dann schon ausreicht. So. Steigert die Konzentration um 3. Tada. So, Nebenwirkung ist weg und die verarbeitet Wirkstoffe untätig, 37%. Naja, da kann ich ja jetzt gleich wieder noch den zweiten Drucker daneben stellen, damit das natürlich alles ein bisschen... Sehr schön. Wobei die Frage ist, was ist denn daran jetzt neu? Angina X. Zumindest hat es keine Nebenwirkungen mehr und es hat eine höhere Bewertung. So, mal gucken. So, das neue Angina-Mittel hat jetzt keine Bewertung mehr. Also beziehungsweise, ey, hat er sich die gemerkt? Die habe ich doch so vorhin verteilt. Okay, aber die Aufteilung hat er nicht beibehalten. Vielleicht ist es ja auch einfach Zufall. Aber dann könnte ich ja jetzt hier C+, Verkaufsbewertung. Sollte ich jetzt nur die Verkaufsbewertung hochbringen? Ne, ich soll die Heilungsbewertung hochbringen. Das ist dann noch ein bisschen was anderes. Müssen Sie das Produkt einer Heilungsbewertung von C+ oder besser kreieren? Bauen Sie Ihre Produktion für das Angina-Mittel so um, dass die Stärkenkonzentration bei der maximalen Stärke liegt. Das tut es im Moment, aber ich habe trotzdem noch keine C-Bewertung. Angina-Stopp, Angina-X, so heißt es. Ah ja, jetzt ist die Bewertung verbessert worden. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ist die Produkt fertig? Ja, das war dann die letzte Einleitung. Spiel verlassen. Jawohl. So, damit sind alle Einführungsmissionen abgeschlossen. In der nächsten Folge geht es dann mit dem ersten Anfänger-Szenario los und ich soll einen Gesamtumsatz von 1 Million innerhalb von 10 Jahren erzielen. Gut, also bis zur nächsten Folge und dann auf 1 Million Umsatz zu machen. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.